Hallihallo, ich bin's der Blumenmann. Du liebst Sonnenblumen, du liebst es herbstlich natürlich. Ja, dann habe ich dir heute eine ganz schöne Idee. Man kann fast sagen, einmal durch den Garten schlendern und eine coole Deko kreieren. Das ist das Motto. Und zwar haben wir hier so wunderschönen fetten, jetzt ist gerade ohne Witz, eine Maus durch meinen Laden geflitzt. Wir haben da die Fetten, die stecken wir da mal schön um den Topf. Da haben wir da schöne Kremsbeeren. Das ist ein Unkraut aus den südlichen Ländern, Tessin, Italien, ja irgendwo dort, wo es auch noch viel Wildnis gibt. Dann habe ich da schönes Viburnum Tinusgrün. Aber du kannst natürlich all das, was in deinem Garten steht, für diese wunderschöne Kreation verwenden. Dann habe ich da so schöne Viburnum-Beeren, Viburnum Opulus. Ich glaube, ganz viele von euch lieben diesen Viburnum-Baum im Garten. Die geben ja so die schönen, weißen, schneeballartigen Dolden im Frühling. Das ist dann die Beere. Also die ist auch heimisch hier in unseren Regionen. So, jetzt haben wir mal die Basis für unseren wunderschönen Kübel. Dann habe ich da so wunderschönes Zittergras. Und so wird unser Herbst Kübel auch wunderschön. Dann habe ich da schöne kleine Sonnenblumen ausgewählt. Die kleinen Sonnenblumen, die sind praktischer, weil sie dann nicht der ganzen Kreation so einen riesen Flatsch geben, sondern weil sie wirklich einfach liebevoller aussehen als die riesengroßen Sonnenblumen. Du darfst mir gerne in die Kommentare schreiben, ob du lieber die ganz großen Sonnenblumen liebst oder auch so wie ich jetzt hier diese kleinen schönen Sonnenblümchen. Wichtig ist beim Fertigen eines solchen Blumengesteckes jetzt hier mit den Sonnenblumen, du nimmst ein scharfes Messer ohne Zacken. Du kannst die Stiele oder musst die Stiele jedes Mal einzeln schön anschneiden, schräg, damit die Steckmasse schön, wie soll ich sagen, durchbrochen werden kann und anschließend deine Stiele schön im Oasis halten. So, das darf wirklich so ein wenig locker, flockig gesteckt werden, dieses Blumengesteck für den Herbst. Du kannst da alles, was in deinem Garten steht, zu den Sonnenblumen kombinieren, ob Efeu, ob sonstige Beeren, Hagebutte, all das, was du Freude hast aus deinem Garten, integrierst du in deinen Herbstkübel. Und so haben wir auf die Schnelle einen wunderschönen Kübel voller Sonnenblumen und Herbstkreme. Ja, ich hoffe, es inspiriert dich, es gefällt dir. Das war ich, der Blumenmann. Und wenn es dir gefallen hat, lass einfach ein Abo da. Tschüss und weg, sag ich dann.